Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute werde ich euch zeigen, passend zum Thema Halloween, wie man eine automatische Hexenfarm bauen kann. Und ihr seht jetzt hier mal den Raum, wo dann die Items reinkommen und dann zeige ich euch mal, was ich hier innerhalb von 10 Minuten gefarmt habe. Ihr seht also, die Farm ist ziemlich gut und hier kann man eben alles mögliche farmen, was Hexen so droppen, zum Beispiel Glowstone, diese kleinen Fläschchen oder auch Redstone. Und ich zeige euch jetzt mal die Farm, wie sie von außen aussieht. Ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, ist eigentlich nur ein Kasten mit ein bisschen Redstone an der Seite. Und wie man das Ganze baut, werde ich euch jetzt zeigen. Und der erste Schritt ist, erstmal natürlich einen Sumpf zu finden, denn im Sumpf spawnen manchmal diese Hexenhütten. Und so eine brauchen wir nämlich, um das Ganze hier zu bauen. Denn in Hexenhütten können eben Hexen spawnen. Also ist quasi der erste Schritt, erstmal Sumpf finden. Und danach müsst ihr hier mal rumgucken, ob ihr irgendwo so ein Hexenhaus findet. Und irgendwo hier vorne, da vorne, ist nämlich schon eins. Können wir jetzt mal schnell hinfliegen und dann zeige ich euch, wie man dann weiterbaut. So, wenn ihr denn das Hexenhaus gefunden habt, dann könnt ihr ja eigentlich schon direkt damit anfangen. Und zwar ist das erste, was wir machen, erstmal markieren, wo die Ebenen hin sollen, denn diese Farm wird insgesamt 3 Ebenen haben. Und zwar haben Hexenhäuser vorne immer diese Zäune und da gehen wir quasi ein Diagonal oder ein Block diagonal von weg, also hier hin. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. So. Und dann gehen wir da 2 Blöcke nach oben. So. Und auch 2 Blöcke nach unten. Das bedeutet, hier kommt auch noch ein Marker hin. Und hier auch. Und dann fliegt ihr nochmal auf die andere Seite und macht das Ganze quasi nochmal. Also hier seht ihr ja, hier haben wir das Dach und dann ein schräg über dem Dach ist dann quasi noch ein Marker. Das bedeutet hier. Und hier dann natürlich auch noch, also ein schräg da über so. Und dann hier auch natürlich wieder 2 Blöcke da unter. Und da unter dann auch nochmal 2 Blöcke. Also hier müssen wir ein bisschen was wegbuddeln gleich. So. Also hier ist dann wieder ein Marker und dann da unten. Und dann könnt ihr jetzt erstmal alles, was da im Weg ist, wegbauen. Wenn ihr jetzt alles, was im Weg war, weggebaut habt, dann sollte das in etwa so aussehen. Und das hier wird jetzt quasi der Raum, in dem dann die Hexen spawnen können. Und das nächste, was wir tun, ist, wir bauen jetzt insgesamt 3 verschiedene Ebenen, wo eben Hexen spawnen können. Dafür sind nämlich auch diese Markierungen gedacht. Aber ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie man eine baut. Und zwar füllen wir hier zunächst einmal auf derselben Ebene, wo die Markierer quasi sind, füllen wir einmal alles mit irgendwelchen Blöcken aus. Am besten sollten das natürlich Blöcke sein, wo halt auch Hexen drauf spawnen können. Also bedeutet feste Blöcke eben. Zum Beispiel hier benutze ich jetzt das hellgrüne, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das hellgrüne Concrete. Und was ihr dann als nächstes macht, ist, ihr sucht euch eine Seite aus von den langen Seiten. Also wir haben hier die etwas längeren Seiten, diese hier, und dann die kürzeren Seiten. Und eine von den längeren Seiten suchen wir uns dann aus und machen da dann noch eine Reihe Blöcke hin. Also das wäre in diesem Fall hier. Und was wir dann machen, ist, wir umranden das einmal, so wie ich das jetzt mache. Bedeutet auf der Rückseite einmal komplett und dann machen wir einen Block noch weiter. Beziehungsweise wir machen mal direkt 2 Blöcke weiter. Ist ein bisschen einfacher. Und was wir dann hier machen, ist, wir platzieren hier Falltüren einmal entlang. Dann klappen die alle nach oben. Und da kommt dann jetzt Wasser rein. Und dann machen wir auf jeden zweiten Block Wasser. Das sorgt nämlich dafür, dass im Endeffekt bei jedem Block dann Wasser ist. So. Und das wird jetzt so quasi die Idee, wie wir eben die Hexen alle auf einen Punkt bekommen. Und zwar, wenn wir jetzt hier eine Trapdoor quasi umklappen, dann fließt nämlich das Wasser raus. Und das fließt dann genau bis zu dieser Kante. Und so wollen wir es dann haben. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir umranden das Ganze dann komplett noch einmal bis zum Marker mit irgendwelchen Blöcken eben. So. Sollte dann in etwa so aussehen. Diesen Block natürlich auch noch. Was wir dann machen ist, wir machen nochmal einen Block auf das Wasser rauf. So nämlich. Und was wir dann machen ist, hier nochmal einen Block und dann machen wir hier nochmal eine Reihe Blöcke. Das sollte ungefähr so aussehen. Und da, wo der Marker dann ist, das muss noch frei bleiben. Aber daneben können wir dann auch einen Block setzen. Also sprich hier. Das machen wir dann hier auch nochmal. So. Und was wir da machen ist, wir nehmen Tripwire Hooks oder Haken auf Deutsch und hängen die hier jeweils an die Wände. So, und dann verbinden wir das Ganze jeweils mit Strings oder mit Fäden. Und zwar gehen wir dann einmal rüber bis zur anderen Seite, bis die dann an beiden Haken eben fest sind. Und so können wir nämlich später ein Redstone-Signal auslösen, beziehungsweise die Hexen, die hier spawnen, werden das auslösen. Und die werden dann eben dafür sorgen, dass das Wasser kommt und sie wegspült. Das machen wir jetzt hier einmal für jeden Tripwire-Hook. Wenn wir das gemacht haben, sollte das Ganze in etwa so aussehen. Und jetzt ist es nämlich ziemlich egal, wo eine Hexe spawnt. Die wird immer irgendwo landen, wo quasi ein Faden ist und dementsprechend dann die Haken aktivieren. Und um die Aktivierung kümmern wir uns jetzt quasi. So suchen wir uns wieder irgendeine Seite, wo Haken sind, einfach aus und legen da oben Redstone entlang. Machen dann hier unten, ich mache jetzt mal den Regen aus, so. Machen dann hier einen Block weg und den Redstone nach unten. Der powert jetzt nämlich diesen Block und an diesem Block ran kommt dann eine Redstone-Fackel. Und dann legen wir hier einfach nochmal ganz normal Redstone entlang bis zu dem Marker. Und das sorgt jetzt eben dafür, dass wir, wenn wir hier rauf treten, wird das Redstone ausgelöst und diese Fackel geht aus. Und dadurch, dass sie ausgehen, werden dann die Trapdoors quasi geöffnet und das Wasser kann durchfließen. Und weil eben die Fäden quasi ein Block über dem Wasser sind, gehen die auch nicht weg. Normalerweise würde das ja weggespült werden. Ist jetzt hier aber nicht so. Das bedeutet, wenn ich hier hingehe, egal wo ich spawne quasi als Hexe, wird immer das Wasser freigelassen und ich werde dann hier hingespült.
Und dieses System machen wir jetzt insgesamt auf alle, also auf alle drei Ebenen. Das bedeutet, zwei müssen wir davon noch bauen. Und das ist eben, wie gesagt, dasselbe Prinzip. Dementsprechend werde ich das jetzt mal schnell schneiden. Wenn ihr jetzt alle drei Ebenen habt, sollte das dann etwas so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist ein Dach auf das Ganze machen. Denn es muss natürlich auch dunkel genug sein, damit hier Hexen spawnen können. Dafür nehmen wir am besten Halbsteine. Die sorgen nämlich auch gleichzeitig dafür, dass da oben drauf nichts anderes spawnen kann. Und es regnet schon wieder. Das ist echt der Wahnsinn. Weil ansonsten, wenn ihr halt in der Nähe bleibt, dann werden ja hier die ganzen Hexen spawnen und wenn ihr hier oben drauf halt komplette Blöcke hättet, also Blöcke quasi, wo andere Wesen auch noch drauf spawnen können, dann hättet ihr halt eine nicht ganz so effiziente Farm und das wollen wir natürlich vermeiden. Und außerdem sind halt Halbsteine auch ein bisschen günstiger. Dementsprechend werden wir das hier alles mit Halbstein vollpflastern. Und der nächste Schritt, den wir dann machen, ist quasi die Art und Weise, wie dann eben die Hexen erstmal auf einen Block getrieben werden quasi und dann auch sterben. Und übrigens will ich mich mal hier kurz für meine Stimme entschuldigen, denn ich bin eigentlich ziemlich krank. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu krass in der Aufnahme, das wäre ein bisschen blöd. Was wir dennoch machen, ist, wir laufen hier einmal drum rum und gucken, ob hier auch alles soweit fertig ist. Und hier zum Beispiel habe ich vergessen, das nochmal ganz abzuschirmen. Also es ist wichtig, dass es eben da drinnen dunkel ist. Dementsprechend am besten nochmal rumfliegen. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon instinktiv richtig gemacht. Aber ich habe es jetzt nicht erwähnt, aber möchte es eben doch erwähnen, weil es eben sehr wichtig ist. Und auf diese Blöcke hier, wo eben kein Redstone ist, könnt ihr dann auch am besten nochmal Halbsteine draufsetzen. Einfach zur Sicherheit, dass hier nichts anderes spawnt. Dann fliegt ihr am besten einmal rum und guckt, ob das auch alles überall hinhaut. Hier zum Beispiel muss auch noch was hin. So. Und hier noch ein Halbstein, da noch ein Halbstein. Und hier oben sieht das eigentlich alles soweit ganz gut aus. Und jetzt, egal wo ihr sein müsstet, egal wo ihr quasi als Hexe spawnt, müsstet ihr jetzt mit dem Wasser dann quasi in diese Richtung hier getrieben werden. Und hier werden wir jetzt erstmal so ein Sammelbecken machen. So mache ich hier dafür nochmal ein bisschen mehr Platz. Und zwar werden wir hier insgesamt zwei Blöcke nach unten bauen. So. Einmal auf ganzer Länge und dann kleide ich das hier mal aus mit ein paar hübscheren Blöcken, damit das hier nicht ganz so doof aussieht. Müsst ihr natürlich nicht machen, also wenn es euch nur um Effizienz geht, dann könnt ihr das auch lassen. Aber so findet man auch ganz gut die Mitte hier. Und zwar sind das jetzt die beiden mittleren Blöcke und wir suchen uns jetzt einfach irgendeinen davon aus. Hauptsache es geht halt alles auf einen Block und da geht es dann nachher weiter. Und was wir dann noch machen, ist natürlich hier einmal dafür sorgen, dass hier auch keine Halbsteine sind, damit hier kein Licht reinkommt. Und dann machen wir hier vorne nämlich einmal eine Mauer bis ganz nach oben, damit hier eben alles schön dunkel ist und damit auch Hexen spawnen können. Wenn ihr die Mauer soweit fertig habt, müsst ihr natürlich oben auch nochmal Halbsteine drauf platzieren, damit er nicht spawnen kann. Und dann gehen wir nochmal in die Farm hinein. So, und zwar haben wir jetzt ja hier dieses Becken quasi, wo dann erstmal Wasser platziert werden muss in jeder Ecke. Und dann hier, wo der eine Block ist, wo es runtergehen soll, da platzieren wir dann ein Schild. Das sorgt nämlich dafür, dass das Wasser eben nicht weiter runter fließt. Und hier gehen wir jetzt insgesamt vier Blöcke nach unten, das bedeutet, einen haben wir schon. Und dann nochmal vier eben, also 1, 2, 3, 4. Das sind also insgesamt fünf Blöcke. Und dann bauen wir hier unten erstmal so einen kleinen Raum, würde ich sagen, in dem ihr dann später natürlich euer, keine Ahnung, euer Lager bauen könnt oder sowas. Oder irgendwie noch ein Enchanting Table oder sowas, was auch immer ihr halt hinbauen möchtet. Ich empfehle euch, wie gesagt, ein Lager, weil man hier doch sehr viele Items mitfarmen kann. So, wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir uns vorstellen, dass eben die ganzen Hexen hier auf diesen Block kommen. Und dann wollen wir sie ja hier töten am besten. Und ich platziere hier am besten nochmal kurz schnell irgendwie Lichtquellen hin. So, damit ich die nicht immer rumtragen muss und damit ihr auch was sehen könnt. So. Und was wir jetzt hier machen, ist eben erstmal ein ganz einfaches Mechanismus, wie wir sie erstmal aufsammeln. Und zwar platzieren wir dafür einfach am besten eine Doppelkiste und platzieren dann von dieser Seite aus mit Shift und Rechtsklick einen Trichter daran. Das sorgt nämlich dafür, wenn da jetzt ein Item reinkommt, landet das auch automatisch in der Kiste. Und das ist ja das, was wir am besten haben wollen. Dann platzieren wir hier drauf eine Schiene und auf die Schiene drauf kommt dann ein Trichter-Minecart, also ein Minecart mit nochmal einem Trichter drin quasi. Und der kann nämlich durch Blöcke durch Items einsammeln. Das bedeutet, wenn ich hier oben jetzt was raufschmeiße, wird das auch in die Kiste kommen. Und das können normale Trichter eben nicht. Und was wir denn hier oben machen wollen, ist hier oben nochmal eine Schiene drauf. Und dann platzieren wir hier oben nochmal, ich nehme mal eine Seelaterne, damit wir hier was sehen. Auf diese Schiene platzieren wir jetzt insgesamt 23 Minecarts. Das bedeutet, ihr müsst so gucken, dass ihr nur aufs Minecart guckt, weil normalerweise würde man ja jetzt einsteigen. Das wollen wir nicht in diesem Fall. Sondern wir wollen einfach Minecarts auf die Schiene platzieren. Das bedeutet, ihr seht ja hier diese Umrandung von der Schiene so ein bisschen. Ihr müsst eben wirklich Rechtsklick auf die Schiene machen und nicht auf das Minecart. Und ich habe es jetzt mit 23 ausprobiert und das hat funktioniert. Es könnten auch 22 sein oder noch weniger. Aber um Nummer sicher zu gehen, würde ich eben 23 nehmen und da weiß ich, dass es funktioniert. Dementsprechend haben wir jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 und 23. Und das Lustige ist nämlich, wenn da jetzt eine Witch quasi reinfällt, dann wird sie dadurch irgendwie getötet, wie auch immer. Und dementsprechend kann man dann auch automatisch die Items einsammeln. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir drücken einmal F3, weil dann sehen wir die Koordinaten X, Y und Z. Und ich bin jetzt in diesem Fall auf Höhe 60 und das merken wir uns einmal. Dann können wir uns hier nämlich irgendwo rausbauen. Dann macht ihr hier am besten halt einfach eine Leiter hin oder sowas und es regnet halt schon wieder, das ist der Wahnsinn.
Und wir waren jetzt auf Ebene 60 und das bedeutet, insgesamt bauen wir uns jetzt hoch auf Ebene 60 plus 128. Weil 128 ist nämlich der Radius, in dem Monster in deiner Nähe spawnen können oder eben in eurer Nähe. Und dementsprechend wäre das die optimale Möglichkeit, weil dann quasi nur hier in der Farm Monster spawnen können. Und ich kann euch ja mal zeigen, also ihr wisst ja wahrscheinlich, dass überall in Minecraft Höhlen noch sind. Und da würde jetzt theoretisch überall was spawnen. Also wenn ich hier jetzt auf der Oberfläche bin, könnten in den Höhlen unter mir überall Sachen spawnen. Und das würde natürlich alles auf die Effektivität von dieser Farm jetzt sich auswirken und halt im Negativen. Und dementsprechend bauen wir uns jetzt, wie gesagt, 60 plus 128 Blöcke hoch. Das bedeutet, wir bauen uns jetzt bis Ebene 188 einfach hoch. Da drückt ihr dann F3 und schaut dann einfach, bis ihr oben seid. So, ich habe jetzt die Ebene 188 erreicht. Und hier oben würdet ihr dann irgendwie eine kleine Plattform bauen, in der ihr AFK gehen könnt. Hier baut ihr dann vielleicht nochmal irgendwie Kisten hin oder sowas und natürlich auch noch eine Leiter nach unten am besten. Und hier könnt ihr jetzt oben einfach AFK rumstehen und mal ein bisschen abwarten. Und ich würde sagen, ich warte jetzt hier einfach nochmal kurz 5 Minuten ab. So, die 5 Minuten sind jetzt zu Ende und es regnet natürlich wieder. Das mache ich natürlich direkt wieder aus. Irgendwie regnet es super oft und ihr seht schon, weil es dunkel war, sind jetzt hier auch andere Viecher gespawnt. Und natürlich nur in der Nähe von diesem Ding. Wie gesagt, das ist ja dieser spezielle Radius. Ich will mal gucken, ob trotzdem was gekommen ist hier in der Farm. Ja, ziemlich viel sogar. Also dafür, dass noch andere Viecher gespawnt sind und das nur 5 Minuten waren, ist hier doch einiges gespawnt. Und dementsprechend seht ihr halt, wie effektiv das quasi ist. Und da oben ist sogar noch eine Hexe drin. Ne? Warum stirbt die denn nicht? Also ich kann mal hier ausprobieren, noch einen Minecutter hinzustellen. Ob sie dann, ja guck, hier beim 24. Minecut stirbt sie dann wieder. Vielleicht müsst ihr auch 24 da hinstellen, aber die Farm hat ja ansonsten auch schon geklappt. Naja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Die ist ja ziemlich einfach gewesen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Hexe in die Kommentare am besten. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Farm. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.